Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Nachricht vom FIFA Team: Food Hero Choreo Set mit dem Mitglied der exklusiven Food Hero Jersey Dudek Choreo Set. Kannst du deinen Verein noch besser in die Szene setzen? Brauche ich nicht. Das läuft eigentlich ganz gut mit den Samurais gerade. So, wir haben da anscheinend ein paar Sachen wieder erfüllt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Seit dem letzten Mal finde ich sehr, sehr interessant. Okay. Wir kriegen noch ein paar Packs dazu, ist natürlich schön. Schauen wir mal, was wir da sonst noch so dazu kriegen. Ja, das ist alles gut. Das ist alles gut. Wie gesagt, wir sammeln jetzt einfach mal auf gut Glück, bis das Team of the Season kommt. Habe ich jetzt mal so beschlossen, weil die Mannschaft, die wir jetzt haben, die ist super, die funktioniert gut. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt da schon 17 Packs hier, Goldspieler, Premium Pack. Jumbo seltenes Spielerpack, Prime Goldspielerpack, Klein, das ist alles dabei. Und irgendwo wird dann schon eine gute Karte drin sein. So, was wir natürlich hier haben, ist Fantasy Food. Campaign Launch, one win in next 6 games, 3 appearances in the next 6 games, plus 2, 2 goals or assists in next 6 games, 2 clean sheets, okay. Avoids defeat in the... Okay, das ist natürlich krass. Müssen wir uns gleich mal anschauen, Player of the Month. Off-Pitch Freestyle müssen wir uns auch anschauen. Würde ich sagen, spielen Division Rivals, müssen wir uns erstmal unsere Belohnung abholen. Nehmen wir wie immer Option 2. Jawohl. Und dann müssen wir diese Woche Division 6 spielen, das ist natürlich auch ganz interessant. Aber ja, Spieler Drops, lass mich mal sehen. Item Drops. Ginola, Abedi Pelé, Kewel, Capdevila, Crouch, King, Cordoba und Ricken. Fantasy Food Helden. Okay. Muss ich jetzt nicht ganz verstehen, aber gut. Die können sich halt schlecht verbessern, also meine Meinung. Sanchez, Saliba, Llorente, da ist nichts dabei für uns. Miller, Trimmel, Dele Alli, Angelino, Left Wingback. Das war einfach dasselbe, okay. Nee, da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ja, brauchen wir jetzt unbedingt. Neuigkeiten, Drop 5 ist jetzt erhältlich. Oh, 7 seltene Goldspieler, 2 Spieler bei mindestens 82 plus, 12 seltene. Das ist natürlich nice. Ja, können wir uns abholen. Behalten wir dabei dann. Ja, warten wir auch wieder ab, ne? Bis Team of the Season dann da ist. Scoppeling Challenges. Haben wir da noch irgendwas drin, wo ich sagen würde, oh mein Gott, brauchen wir unbedingt. Stones brauche ich nicht. Murphy brauche ich auch nicht. Harvey Elliott brauche ich nicht. Weghorst brauche ich nicht. Oh, boah, Alter, das ist halt, der ist eine krasse Karte. Depay brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Belquise brauche ich auch nicht. Vidic, pff, ja, schön. 4 World Cup oder Prime Icon Upgrade 89 plus. 85, 86 oder 88 Gesamtteam. Ja. Wer kann, der kann, ne? Ich kann nicht. Liga Tokoyo Set. Okay, da ist auch nichts dabei. Ist im Shop irgendwas drin, wo du sagst, oh mein Gott, ja, brauchen wir unbedingt. Absolut krass. Hier, Packs. Spezial, warte mal kurz. Promo-Packs. Da ist nichts dabei, wo ich sage, yes. Pivot-Pack. Auf 14% für 90 plus Spiel, ist das schon krass. Also das ist tatsächlich, dieses Pivot-Pack ist tatsächlich krass. Alle Items sind untauschbar natürlich, das ist natürlich bitter. Ja, da könnte man uns theoretisch was, ein bisschen was holen. Für die kommende
Season. Mit diesen Runen, das ist ganz cool, ja, das nehmen wir uns mit. Ach guck, da haben wir eh noch was übrig. Ja, stecken wir einfach mal kurz alles ein. Alles haben wir doppelt, okay. Ja. Nehmen wir. Oh, brauchen wir zwar bitte keine Pack-Animation. Oh mein Gott, übertreib! Muss uns was einfallen lassen dazu. Dazu müssen wir uns was einfallen lassen. Welche Trikots man da nehmen könnte. Weil theoretisch alles, was irgendwie nordisch ist, oder? Island, Norwegen. Die Doppelhalterbanner, XL-Kurve brauchen wir nicht. Cosmo wäre nice, aber ja, nee. Wenn wir es willen. Stopp. Müssen wir mit Goldpacks, haben wir doch immer dieses eine Vorschau-Pack noch. Schauen wir einfach mal, was drin ist. Mehr schief gehen kann es nicht. England, zentraler Innenverteidiger. Oh! Lohnt sich, glaube ich, nicht, wenn ich das sehe. 5.900. Das heißt, es müsste aus den restlichen 2.600 rausspringen. Und leben mich. Sorry. Pack ist gut, aber nee. Pack ist gut, aber nee. Was wir hingegen jetzt machen können, natürlich. Können wir gucken, ne? Qualität, stopp, Liga, Nationalelf haben wir hier wieder nicht drin, oder? Das ist so ein Witz immer noch. Also das haben sie richtig vergeigt, dass sie die Nationalmannschaften einfügen. Sind Workout-Spieler, die ohne Mannschaft sind, oder? Könnte es sein? Das ist ja mal gruselig.
Okay, dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwelche Nationalmannschaftstrikots finden. Müssen wir mal gucken, was wir da finden, genau. Ja, also wie gesagt, wir haben zumindest den Nachfolger für die Samurais, haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das freut mich schon mal. Aber wie gesagt, wir haben noch 14 Tage hier. Ja, ich glaube, das geht schon in Ordnung. Genau, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ciao mit V, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ja. Bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüssikowski.